Hallo zusammen und herzlich willkommen beim ersten Let's Play auf Untermiepeln. Bist du sicher, dass alle Kameras laufen? Ich hoffe, dass alle Kameras laufen, ja. Wir mussten gerade eben nochmal neu anfangen, weil ich vergessen habe, den Ton einzuschalten. kann passieren. Ja, wir sind hier in Hamburg im Würfel und Zucker, dem Brettspielcafé, da es das fabelhafte Essen noch nicht gibt. Also, ne, wir suchen noch eine Location, deswegen konnten wir noch nicht eröffnen. Drum haben wir das berühmteste aller Brettspielcafés aufgesucht, um hier das Let's Play zu drehen. Das ist die Silke. Silke gehört der ganze Laden hier. Miss Brettspiel Deutschland. Genau. Absolut. Und das ist der Mirko. Mirko schaut auch so ein bisschen müde, weil es auch gestern Abend schon lang ging. Muss. Erklärbär hier im Würfel und Zucker, hauptberuflich und kennt alle Spiele dieser Welt in- und auswendig und weiß auch schon, was in 5 Jahren so rauskommt und kennt auch davon die Regeln schon. Mirko ist ein Riesenfan von Schnipsspielen, die wir deswegen war er ganz wild drauf und hat sich gefreut, dass wir gerade eben abbrechen mussten und das ganze Let's Play nochmal neu beginnen, weil er gesagt hat, yay, ich darf nochmal neu schnipsen. Ja, aber das ist ich ja hatte einen guten Start. Es ist ja nicht nur ein Schnipsspiel, es ist ja auch quasi ein Engine-Builder. Das stimmt. Ja, es ist alles. Ah, eine Engine nicht. Naja. Man hat aber Kettenreaktionen. Du hast ja, und du stehst auf Kettenreaktionen. Das stimmt, das stimmt. Ich habe aber die sind halt am Ende des Spiels, ich am Anfang. Ja, das Spiel heißt Sonora und ist ein Flick-and-Ride- oder Flick-and-Fill-Spiel. Meint, wir schnipsen Scheiben auf ein Spielertableau oder auf ein Spielbrett. Und dieses Spielbrett zeigt, sieht man oben in der Kamera, die 4 Landschaftsarten der Wüste Sonora. Und diese 4 Landschaftsarten haben wir auch hier nochmal auf unseren Spielertableaus. Je nachdem, wo unsere Scheiben am Ende liegen, dürfen wir Sachen hier eintragen. In den Landschaften sind auch noch jeweils Bonusfelder, die nicht zur entsprechenden Landschaft zählen. Denn jede Landschaft ist einem Tier zugeordnet. Das sieht man hier, den Hase, der Fuchs, die Echse und die Eule. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel berührt, das reicht schon aus, dann zählt diese Scheibe nur noch für dieses Bonusfeld. Auf diesem Bonusfeld ist der Fuchs, also zählt sie für diese Landschaft. Und hier sind 2 Scheiben, das heißt, das ist nicht eine 3, sondern 2 Dreier-Scheiben im Fuchs. Andere Art von Bonusfeld ist mit diesem 2-mal. In diesem Fall ist hier ein Hase, also diese Scheibe würde dann hierzu zählen. Und 2-mal meint nicht als Dreierscheibe, sondern als 6. Warum das einmal 2 Scheiben sind und einmal einfach im Wert verdoppelt wird, hängt damit zusammen, wie das hier auf dem Spieltableau eingetragen wird. Das sehen wir dann, sobald wir soweit sind. Wir schnipsen jeweils 2 Scheiben, reihum, als letztes eine Scheibe, denn wir haben 5 insgesamt. Und wer das mit den Regeln jetzt noch nicht so ganz verstanden hat, es gibt auch ein Erklärvideo, ein sehr ausführliches. Das gibt es auch. Das sollte relativ einfach noch zu finden sein. Heißt Sonora Regelerklärung. Verrückt. Und ansonsten ist da ein Link in der Beschreibung. Jeder hat eine Schnipszone, die ist rechts vor ihm. Nur von der darf er schnipsen. Wie ist das eigentlich bei Linkshändern? Die müssen sich mit dem Rücken zum Tisch setzen. Steht so in der Regel. Die dürfen links schnipsen. Das ist ja Quatsch, wenn nicht. Nein, vielleicht dürfen die das Spiel nicht spielen. Schon von das kann links auch sein. Schnipsen, oder es gibt eine Linkshänder-Variante. Ich wollte gerade sagen, das ist da müssen alle links spielen. Ja. Dann darfst du nur mit Linkshändern zusammen. Wie bei Drafting spielen in der ersten Runde so rum, in der zweiten Runde so rum. Du schnippst in der ersten mit links. Das wäre fair, ja. Das wäre sehr fair, ja. So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du wolltest sagen, wir dass wir von der Schnipszone und wir spielen die fortgeschrittenen Variante, die nur Profis spielen dürfen. Das heißt, wir dürfen in unseren eigenen Quadranten nur über Bande schnipsen. Jetzt habe ich das vorher 3, 5, 8.000 Mal perfekt geschafft. Jetzt schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr. Nein. So nämlich. Genau. Sollte eine Scheibe hier in die Mitte fallen, zählt sie für eine von diesen 4. Das darf sich der Schnipsende, das ist gut gegendert, der Schnipsende, aussuchen, indem er sie sofort rausnimmt und auf die entsprechende Landschaft legt. Los geht's mit Silke, denn Silke hat die Startspielerlandschaft, das ist diese hier. Achso, ich darf jetzt schon. Auf geht's. Auf geht's. Yay. Voll schön. Trickshot, gleich zum ersten. So. Eigentlich kannst du sogar ziemlich gut schnipsen. Ich verstehe gar nicht, warum du sagst, du könntest nicht schnipsen. Ich sage nicht, dass ich nicht kann.
Aber du magst aber es bringt nichts, wenn ich es kann, wenn ihr mir das dann wieder kaputt macht. Naja. Also wenn man das ist... Naja, das ist, man kann hier mit einem letzten Schnips ziemlich viel zerstören. Das stimmt. Das ist korrekt. Hey, hast du mich da raus gerade? Ja, du bist jetzt in der Echse. Wir spielen das Ganze fünfmal, die kurze Variante? Ja, wir spielen fünf Runden. Man kann es fünf Runden, sechs Runden oder sieben Runden spielen. Wenn sich so ein Chip auf die andere Seite dreht, macht das nichts. Sie wird, am Ende wird er einfach wieder umgedreht. Genau. Na, guck mal. Da muss ich mich gleich, da muss ich mich gleich nicht besonders anstrengen. Hey! Bringt mir das jetzt was, wenn ich da nicht schaffe? Vielleicht nicht. Hm. Was soll Oha. Das denn? Aber du hast zwei Einser im Hasen. Mhm. So, jetzt wird das Ganze ausgewertet. Und zwei Dreier im Fuchs. Und wir beginnen mit dieser Landschaft hier. Denn hier ist es wichtig, wer beginnt. Denn wir haben hier so unterschiedliche Gruppen. Und wer zuerst so eine Gruppe ausfüllt, bekommt die oberen Siegpunkte und jeder weitere die unteren. Und die oberen haben zusätzlich auch noch Boni zu vergeben. Wie das alles mit den Boni funktioniert, zeige ich einfach, sobald ich diese Boni alle freigeschaltet habe. Alle anderen Landschaften sind nicht zeitkritisch. Also da kann jeder für sich ganz entspannt eintragen und überlegen. Genau. Jetzt schauen wir, wer wie viel da drin hat. Ich habe sensationelle 2. Und Mirko hat 6. Sensationell. Ich habe 6. Kann ich mir damit was... Nein. Kann ich nicht. Also ich kann keins zumachen, das mehr als 5 wert ist. Aber du kannst einen 5er zumachen. Vielleicht, ich will aber lieber was mit Boni. Mirko könnte den jetzt hier zumachen, würde dann aber nur einen Reflick-Bonus kriegen. Ich fange G, Armin. Okay, dann darf ich meine 2 eintragen. Welchen hast du? Du hast auch den Fuchs angefallen. Mhm. Dann mache ich das hier. 1, 2. So, dann im Fuchs habe ich 5 und 4. Das heißt, die 5er-Scheibe ist diesem hier zugeordnet und die 4er-Scheibe hier. Und ich muss diese Formen hier eintragen, beginnend hier unten bei diesem Quadrat. Und ich habe gar keine 5 und 4. Das ist völliger Blödsinn, denn ich bin pink. Ich habe 4, 5. Doch, ich habe 5 und 4 trotzdem. Das war vorher besser, ne? Also die 4 ist hier. Eine Eule und die 5. Nein, ich mache das anders. Ich mache die 5 hier. Und hab den hier noch. Und mach die 4 hier. Hab dann eine Eule. Und die Eule geht hier unten. Und hier unten darf ich jetzt bis zu 5 Schritte machen. Und Schritte heißt, ich mache 1, 2, 3, 4. Und der letzte wird umkreist. Und die umkreisten sind am Ende Punkte wert. Okay. Habe ich alle meine? Hat jeder seine? Ich glaube nicht, dass du alle hast. Ah, ich habe den hier noch. Du hast vor allem hier 2 Dreier. Fuchs. 2 Dreier im Fuchs. Richtig, ich habe noch 2 Dreier im Fuchs. Sehr gut. Und du hast noch einen 2er Hasen. Die Dreier sind tricky, weil das ist so die Z-Form. Die Z-Form ist nicht so ganz intuitiv. Ja, die ist nicht so ganz intuitiv, das ist richtig. Aber man darf spiegeln, das macht es einfacher. 2 Einser im Hasen, oder? Ja. 2 Einser, also 2 im Hasen. Du könntest natürlich auch die Scheibe tauschen. Dann hättest du 2 Einser im Fuchs und eine 6er und 6er Hasen. Nee, das hätte ich ja vorher machen müssen. Ich spiele ja 4. Mhm, mhm, mhm. Komm, ich mach das so. Ich schalte mir hier unten nochmal einen Scheibentauscher ein. Wer weiß, wozu man ihn braucht. Und den. Jetzt habe ich noch einen Dreier. Das ist der hier. Zack. Mehr den und den. Und jetzt habe ich noch 2 im Hasen. Und für den Hasen müsste ich jetzt eigentlich hier so Knotenpunkte auskreuzen. Ich kann aber auch hier unten Boni freischalten. Und mit 2 versuche ich genau das. 1, 2. Jawohl!
Runde 2. Jetzt wird hier gedreht. Um 90 Grad. Der Startspielermarke wandert. Und wir schnipsen los. Du schnippst los. Schnipse er. So schnipse er. So sei er nicht als so gäbe es keinen schnipsigen Morgen. Fang ruhig an. Was brauche ich denn da? Ich brauche da. Ich will was anderes. Ich will das. Ah! Das wollte ich nicht. Aber trotzdem hast du noch eine Scheibe. Hast du einen Reschnips? Ich habe einen Reschnips. Jetzt schon? Du nimmst einen Reschnips? Dafür. Ja, wirklich? Das war wichtig. So. Wichtig. Ja, gut so. Zu wissen, dann wissen wir, welchen wir ganz besonders wegkicken wollen mit unseren Schnipsens. Interesting. Okay. Da, da, da. Mhm. Ich kann nicht. Mach du. Ups. Ups. War gar nicht mal so gut. Ich glaube, ich lasse das. Lässt den draußen? Nein. Achso. Ich lasse das mit der Konfrontation. Mit der Destruktivität. Mit dem Hate-Flipping. Hate-Flipping. Flicking. Es war ein Flip-Flop. Achso, ja. Oh ja, ein Flip-Flop. Oh. Könnte doch noch was werden mit dem Hate-Flip. Ich habe schon zwei geflickt, du bist dran. Da wollte ich gar nicht. Ach, das ist der Fuchs, ne? Der Fuchs ist in Ordnung. Ein Viererfuchs ist immer schön. Oh. Upsi. Oh, eine safe 4. Das finde ich gut. So, den Fuchs fandest du gut, ne? Ich? Ich? Du, ja. Ich finde den Fuchs vollkommen in Ordnung. Du findest ihn in Ordnung, okay. Ups, das habe ich gedacht. Ja, hast du gedacht, ne? Nicht so. Das ist kein Denkspiel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist schon ein Denkspiel. So. Du bist gerade so raus aus deinem Häuschen, ja? Jetzt bin ich wieder drin in meinem Haus. Oh! Was macht ihr denn da? Leute, könntet ihr diese fünf noch ein bisschen wieder zur Seite schieben? Nein. Doch! Sonst macht ihr das auch. Nein, ich will unbedingt, dass diese 5 da liegen bleibt. Die 5 ist perfekt. Ich möchte diese 5. Du bist doch selber nochmal dran. Schieb doch selbst. Ja, ob ich das noch hinkriege. Was mache ich denn jetzt? Auf jeden Fall nicht diese 5 verschieben. So. Umgekehrte Psychologie funktioniert bei uns nicht. Oh, shit. Gott, ich habe 15 im Fuchs. Ach, nee, warte mal. Das ist die Echse. 10. Du hast 10 in der Echse. Ich habe 10 in der Echse. Ich habe auch 10 in der Echse. Ich habe 0 in der Echse. Nein, ich habe 13 in der Echse. Ja, dann fängst du an. Yep. Ich mache den Fuchs voll. Ja, das natürlich machst du das. Ich will überhaupt nicht 10 in der Echse haben. Das heißt, ich habe nochmal 6 über. Ich fange jetzt hier. Ich habe nichts in der Echse, deswegen fange ich bei Fuchs an. Da habe ich eine 3 und eine 4. Und das war's. Eine 3 und eine 2. Zweimal. Ich mache auch hier das 6er voll. Also das A mache ich auch voll. Ich werde. Habt ihr das gehört? A hat er voll gemacht. A und G sind für euch. Nee, das C ist das. A und C sind für euch nicht mehr verfügbar. Ja, und ich mache E voll, das Eulenfeld. C, was ist denn C? Ich mache das Eulenfeld voll. C ist der Fuchs? C ist der Fuchs. Ja. Hast du gehört? Ich mache das Eulenfeld voll. Ja. Yep. Und was mache ich denn jetzt mit dem Rest hier noch? So, welche haben wir jetzt eingetragen? Die 4. So, und das sind 2 Eulen. 2 Zweier Eulen. Das ist doch ganz nice. Dann kann ich legen. Dann habe ich noch einen Einerfuchs und einen Viererfuchs. Und dafür nehme ich eine Eule und mache die hier unten rein. 1, 2, 3, 4. Und mache hier den Fuchs. Und der Fuchs ist ein Viererfuchs. Und der Viererfuchs kommt hier hinein. Und das ist so eine und so eine. Das war nicht so schlecht.
Eins, dann zwei, habe ich drei, Eule. Ja. Eins, drei, mhm. zwei okay. Fünfer, ein Einser und ein Zweier in der Eule. Oh, ich habe ja noch einen Dreierhasen, den habe ich vollkommen vergessen. Das ist der Zweier. Und zwei Zweier Eulen. Das ist der Fünfer. Und das ist der Einser. Dann habe ich 13. Zwei Fünfer habe ich. Ich habe noch einen Fünfer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nee, los hat, achso, geht's mit Runde, ups, mit Runde 3. Und jetzt darf ich nicht mehr in mein eigenes direkt. Aber. So wie gerade auch schon. Ja, ja, aber jetzt, ja, jetzt ist es ein anderes. Jetzt ist es ein anderes. Huch, wie konnte das passieren? Hahaha. Weil es über Bande war, ist das jetzt erlaubt, ja? Ich drehe es mal um, damit ich weiß, was das so ist. Blöderweise ist es auf dem was ist Hase. Wenn ich mal 8 Hasen kann man mal machen. Mhm. Naja, da Steffen auf, nicht auf Hase geht, ist es schwierig. Aber er kann ja die Boni da unten dann nehmen. Oder tauschen. Hm. Okay, what do I do now? Das ist Flicken. Viel mehr die Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8. Das müsste ja machbar sein. Ja. Verdammt. Not really. Hm. Das war nicht der Plan. Ich habe eben meine 5 Eulenschritte ausgegeben, Kinder. Ich werde. Ich brauche die nur noch. Okay. Der ist. So geht's auch. Und. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. 1, 2, 3, 4. Ne? Gar nicht so gut. Den versuchen wir da reinzuhauen. Nein. Oh, was ist das denn für ein Spezialfall? Zählt alles, wie wenn es flach auf dem Brett. Jetzt berührt er aber gar nicht die Eule, obwohl er in der Eule flächenmäßig mehr es wäre. Es gilt, wie wenn er flach auf dem Brett liegen okay. würde. Ups. Die Projektion auf den genau. Der war raus. I have it raus. Und du hast keinen Reflick? Nein, ich habe keinen Reflick. Du, ich mag dich da nicht. Ich will da hin. Ist klar, dass es ich war. Hm? Mir ist das so egal. Hauptsache ich. Okay. Ich, es gibt nur ich oder nicht ich. Ihr seid für mich beides Ego einfach nur Gegner. Okay, jetzt. Das war man. Das war ein Hase. Ich hab keinen Reflick. Okay, verdammt. Hasen braucht mir wirklich niemand. Hm. Achso, ich bin schon wieder dran. Ja. Das war mhm. nur einer, ne? Ah, das ist auch ein Hase. Ah, das ist gar nicht schlecht. Ich möchte That einen Chip tauschen. Du willst tauschen? Ich möchte dann einen tauschen Chip mal. Tauschen. Hm. Diese 5 mit dieser 1 tauschen. Können wir mal kurz. Ist das im Hasen möchte, oder nein. nicht? Nein. Okay, ich gut. möchte auch einen Chip tauschen. Ich habe ja mehrere davon. Ich habe 3 in der Echse. Wie ist das denn passiert? Und zwar. Jetzt hast du 4 in der Echse. 4 in der Echse. Ja, dann bist du der Erste. Ja, du wirst euch, glaube ich, nicht so krass. Der Echsenmeister. So. Der Schrecksenmeister. Der Schrecksenmeister. Okay. Dann habe ich. Ich habe nichts in der Echse. Von daher wird es einfach. Ich habe nichts im Fuchs. Ich habe. Und 5. Hier 2 macht 3 im Fuchs. 8 und 5 macht 13 im Hasen. 13 im Hasen. So, das sind 5.
Ich habe 13 im Hasen und trage die folgendermaßen ein. Sieben. So. Neun. Dreizehn. Und dann habe ich... Das ist keine Excel, genau. Dann habe ich drei, eine Einser und eine sechs, Zweier im, und eine Dreier. Sind elf. Oh Mensch. Okay, die Zweier. Und vier sind 15, 16, 17. Die Dreier. Und die Einser. So. Ja. Okay. Runde Nummer 1, 2, 3, 4. Vorletzte Runde. Ich fange an, wa? Jupp. Yep. Viel zu schnell vorbei. Das sind zwei Füchse. Noch. Das sind zwei Fünferfüchse. Läuft. Yep. Dann, wenn ich zwei Fünferfüchse habe, dann brauche ich zwischendurch einen... Einser Fuchs. Wo ist denn der Fuchs? Eigentlich. Der Fuchs ist hier. Verdammt. Das kriege ich ja nie hin. Oh. Extra Punkte, würde ich sagen. Ich bin gespannt, wo der am Ende. Du bist doch jetzt hin. Wo? Jetzt allein durch die. Den Druck auf die Platte. Du machst ja lustige Sachen. Ne? Muss ich mir jetzt auch vorstellen, dass er rund wäre? Und würde er dann das extra Feld machen? Nee, achso, ja. Wir schnitzen den nachher raus, dann stellt sich das. Ja, Frage genau. Mehr. Ich glaube nicht, dass er liegen bleibt bis zum Ende. Dass der Fuchs. Das ist doch alles Eimern hier. Kann es sein, dass wir die doch nicht mehr abgestellt haben? Kamera? Nein, die, den Sound. Doch. Den Hintergrundsound. Doch, ich bin so gespannt, wo am Ende nicht. Deine Scheibe liegt. Das ist ja abgefahren. Das haben wir auch noch nicht gehabt, ne? Ja. Jetzt, so nämlich. Ein Reflick, bitte. War das die du gerade geflickt ja. hast, oder ist eine andere rausgekommen? Nee, das war die, die ja gerade geflickt hat. Da liegt sie hat. Okay. Ich bin ja immer noch in der Eule, ne? Noch ja, Runde. Aber mit dem Vierer nicht mehr, das war mir wichtig. So. Und jetzt macht es fast Sinn, den Hasen noch zu machen, jetzt auf einmal. Ne? Das ist kein Hase. Das ist eine Eule. Du wärst dran. Ich bin dran. Ich muss einfach nur vorsichtig sein. Und dann wird alles gut. Ganz bestimmt. Letzte Scheibe, es ist so aufregend. Der Wahnsinn, oder? Ja. Spürst du, wie es prickelt? Ja, schon so ein bisschen. So. Jetzt kann ich ausatmen. Jetzt schon nicht alles da, wo ich es haben will, deswegen. Ich habe fünf in der Echse und oh, ihr so? Und ich habe hab nichts in der Echse. Ich habe Echse und Fuchs verwechselt, deswegen habe ich nichts in der Echse. Ja. Ich habe fünf in der Echse und damit habe ich den Hasen zu, Kinder. Und das war nämlich auch mein Plan. Und dass mein Plan funktioniert hat, ist eher so... Du liebst es, wenn dein Plan funktioniert. Wow. Kacke. Ich habe alle einfach ein bisschen, im, bis bisschen überraschend. Ich habe alle im Fuchs und ich habe es total versaut. Okay. Was war der Plan? So, das war mit die Echse. Mit dem Zweier wollte ich folgendes machen. Dann habe ich eine... Ich möchte einen Chip tauschen. Und gib mir den Fünfer Hasen. Den nee, ich möchte den Chip nicht tauschen. Ich nehme das zurück. Ich möchte keinen Chip tauschen. Fünferhase machen wir hier.
Das ist ein bisschen albern, den Chip zu tauschen. Dann... So, das war meine eine Olle. Diese Dreier-Geschichten, den Dreier machen wir hier oben. Dann habe ich noch einen Fünferhasen. Das ist schön. Nochmal einen Fünferhasen. Der sei hier. Viererfuchs. Wir machen aus dem Einer, den machen wir hier. Das eine war nicht richtig. Na gut, und dann nehme ich den Viererfuchs so. Machen wir. Verdammt. Einen beliebigen. Eine Runde haben wir noch, ne? Machen wir hier. Ist das richtig? Gleich noch die letzte. Damit schalte ich einen Sechserhasen frei. Und der Sechserhase macht mir die 3 und die, das sind 5. Und dann habe ich einen übrig und der schaltet mir noch diesen Viererfuchs hier unten frei. Und mit dem Viererfuchs... Ich habe es versemmelt. Das hier. Weil ich die vertauscht habe. Nein, machen wir nicht das hier. Also mich hat dieser Bonusfuchs gerade sehr glücklich gemacht. Das gibt so einen und noch mal einen extra Bonus. Und es gibt mir noch mal einen Sechser. Ich krieg sie nur selten. Und Steffen schummelt schon wieder. Nee. Sehr nachprüfbar, das ist schön. Ist das so? Hm. Finde ich nicht. Ich sehe doch nicht, wofür du was eingetragen hast. Ich erklär's doch. Ach, okay, das Video können wir gucken. Ja, das können wir machen. Ob du beschummelt hast oder nicht. Und jetzt habe ich den Fünfer hier unten noch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Das ist belastend. Belastend? Mhm. Haben wir schon gedreht? Nein. Nein, dann drehen wir jetzt. Los geht's. Ne? Ja, ja, ich habe eben angefangen. Das ist so spannend. Burner. Ich glaube nicht, dass ich diese Runde nochmal... eine Echse. Die heiße Echse. Zweier Echse. Wo ist der Fuchs? Ich brauche den Fuchs. Hier. Ja, und ich brauche, was brauche ich denn im Fuchs? Ich brauche das im Fuchs. Sage ich jetzt, damit ihr mir das nicht glaubt. So. Noch einen Chip darfst du? Ja. Auch wenn du so aufgeregt bist, dass es jetzt. Ich bin so unfassbar aufgeregt, weil es hat funktioniert. Noch. Ich verstehe das. Ich brauche, was brauche ich denn hier? 3, oh, das war die 3, ne? Das ist blöd. Ei, ich habe die 3 woanders gebraucht. Tja, nun, Reflect oder was? Nee, hast du nicht. Haben wir nicht. Dann mache ich Folgendes. Ah, nee. Heute ein Bonus. Das ist fies. Wenn man versucht, auf die Boni zu gehen, ja, dann kann man sich richtig... Warte, ich darf auch noch ein zweites Mal. Ich möchte gerne das. Du maust dich da so ein, dass sich da keiner von der Echse runterschieben kann? Oder wie? Oder willst du dich selber da runterschieben und schaffst es einfach? Oh, jetzt. Hm. Aber die 3, nee, das würde ich sagen. Hm. Das klappt eh nicht mehr. Ich bräuchte 18 in der Echse. Deswegen. 18? Ja, damit ich das Ding vollkriege. Weil ich gerade Echse und Dings verletzt habe. Ja, ich verstehe das Problem. Ich hätte gerade 15 gehabt. Mhm. Aber die waren dann im Fuchs. Mhm. Und die Echse kann man sich auch nirgendwo als Bonus freischalten. Das ist echt ein bisschen krass. Tragisch, ja. Mit der Echse. So, was möchte ich? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich will.
Ich will vor allen Dingen nichts kaputt machen. Hm. Nur gut. Hm. Was macht der Mürgo jetzt? Ist alles doof. Was war denn das? Das wollte ich nicht. Immerhin hast du jetzt 11 in der Echse. 11? Ach, die. Oh nein, die 3 ist auch noch auf der Echse. Wie viel brauchst du in der Echse? 18. Oh, das ist echt eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Naja, mit 11 kann man halt auch was anfangen. Ne? Ja, wo will ich noch hin? Ich habe ein bisschen Panik. Scheiße. Wo bin ich da gelandet? Auf dem Hasen. Nee. Bitte? Das ist, ach so, ah, das ist die Eule. Eule. Zwei Eulen, das ist gut. 2 Fünfer-Eulen. Ja, ich will doch keine 2 Fünfer-Eulen. Was soll ich denn mit 2 Fünfer-Eulen? Heule, heul doch mit der Eule. 4, 5. Heul mit den Eulen. Nee. Heul doch. Also ich muss kurz überlegen, ob ich Discs tausche. Also ich muss auf jeden Fall irgendwas tauschen, ich weiß auch noch nicht was. Ich könnte aus den 8 könnte ich. Nee, 11. Aus den 11 könnte ich 13 machen. Das ist auch zu wenig. Magie. Ich habe eine Eule und ich habe eine 3er-Eule und eine 5er-Eule. Ich hätte gedacht, ich hätte einfach alles reinbuttern sollen. Ah, doch, das passt. Aber was mache ich mit der 2. 5er-Eule? Tauschst du was? Hm. Scheiße. Ändert das was hier? 1, 2, 3. Bin mir nicht sicher. Ja, wenn ja, dann ja. Mhm. Da ist ja alles da sonst. Ich kann ja nur Echse und Eule tauschen. Ja, aber wenn du den 5er tauschst, dann ändert es was, sonst hast du nichts. 9. Ja, wenn tausche ich den 5er. Obwohl, ich kann auch den 2er. 1, 2, 3, 4. Ich habe 6. Das macht, glaube ich, eh keinen Unterschied. Ja, mach du mal. Ich mach die 5 hier unten rein und dann ist ja, weg. Aber das überlege ich nämlich auch. Ich wäre vor dir dran. Ja, aber der ist ja eh schon weg. Also den kriegen wir eh beide. Ach ja, stimmt, den kriegen wir beide. Dann kannst du machen, was du willst. So. Ich fange erstmal klein also an und mache erstmal diese 5. Eine Eule hier. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und dann setzen wir eine 7. Und dann mache ich erstmal diesen 2er Fuchs, weil den wollte ich auch unbedingt haben. Ein 2er und ein 3er. Dass es keine Echse als Bonus gibt, finde ich nicht gut. Der 3er und 4 sind 9. Und 3 sind 10. Und der 2er. Das sind 14. So, für 2er machen wir den da. 4 Schwupp. 3er und 2er. Dann habe ich 5 hier, das war dafür. Ich tue schon ums Nix. Dafür hole ich mir, was hole ich mir dafür? Bringt mir eine Ex, das bringt mir 10 Punkte. Ein 6er Hase bringt mir. Das waren meine Hasen. Und mein Fuchs. Und meine 3er-Eule. Jetzt noch 2 5er-Eulen. 3, 4, 5. Wenn ich einen Fuchs krieg, ist das ein 4er, ne? Ja, das ist nicht schlecht. Ich zähle schon mal zusammen. Oh, du hast 172 und du hast 168? 62. Ich dachte, ich wäre richtig gut diese Runde. Ich dachte, ich wäre richtig schlecht diese Runde. Aber der hier hat es ganz gut rausgerissen. Das ist nicht okay. Ich habe mal komplett auf den Hasen verzichtet. Also ich wollte komplett auf die Echse verzichten. Aber ich habe 70 Punkte im Hasen. Also aber beim Hasen geht das auch tatsächlich. Das ist das Fein. Das ist der Winner. Winner-Score. Ich. Zum ersten Mal in diesem Spiel. Aber warum? Hm? Genau, gut, das kann 66, gar nicht sein. 66er Eule ist natürlich echt eine fette Geschichte, ne?
Da kommen nämlich die Punkte rein. Ja, da sind... Nein, da kommen die Anzahl von Dingern rein. Warum das denn? Kannst du zählen und dann direkte Punkte hinzuhalten? Ich kann es aber so machen. Na gut. Genau. Das ist echt krass. Mir fehlt eine 10 in der Eule. Nee, die habe ich 6. doch auch. Das verstehe ich gerade nicht. Erste Sieger, zweiter Sieger, Verlierer. Warte kurz. Bei der Eule hast du ganze 66 Punkte. Ja. Warte kurz. 1, 5, 15, 14 sind 29, 39, 49. Und ich habe 5 Punkte mehr. Ja. Ich habe auch 7 Punkte. Nee, ich habe hier den Vierer und den Einer nicht mitgezählt. Zähl meine Linie, sonst habe ich noch 5 Punkte weniger. Ja. Ich habe den Vierer und den Einer übersehen. Ich habe nur die großen Zahlen zusammengerechnet. Und hatte mich gewundert, dass ich so viel weniger in der Eule habe als du. Aber du hast echt noch ein paar mehr Vierer mitgenommen, ne? Das macht natürlich schon noch. Die kleinen Schritte halt da unten machen, ja, so kleine Schritte also, machen. Ja, ich hatte, also unten die kleinen Schritte habe ich auch. Ich habe auch die 10 und die 8 und die 6 und die 10 und die 10, die habe ich auch alle. Mhm. Mir hat es Genick gebrochen, dass ich einmal die beiden Terras vercheckt habe. Deswegen habe ich hier die 35 Punkte. Ah, hier, die fehlen mir. Das sind die, die mir fehlen. Genau, also eine davon. Genau, weil die 6 habe ich mich hier. Ja. Okay, das ergibt Sinn. Happy Flicking. Sind wir durch? Wir sind durch. Sowas bedanken von wir uns fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann bei YouTube gibt es so Däumchen, die man geben darf und dann kann man so Kanäle abonnieren, dann vielleicht seht ihr dann irgendwann auch mal Silke gewinnen, wenn wir wieder im Let's Play hier machen. Ich bin ein bisschen frustriert gerade. Ich habe echt gedacht, es ist richtig gut gelaufen. Ist auch gut gelaufen. Ich gewinne so selten gegen Silke und noch seltener gegen Silke. Voll nicht. Wir hatten bei den nicht so guten Let's Plays weniger Punkte, alle von uns. Ich weiß, aber trotzdem. Wollen wir zur Verabschiedung noch einmal in die Kamera winken? Tschüss. Tschüss.